Drei Hessen wollten gestern von der Insel Usedom aus nach Michelstadt fliegen im Odenwald. Doch sie kommen dort nicht an. Nur wenige Minuten nach dem Start der kleinen Maschine reißt nämlich der Kontakt ab. Und später finden Rettungsmannschaften dann Wrackteile am Stettiner Haff. Zwei Hubschrauber, zwei Schiffe und etliche Feuerwehren beteiligten sich an der Suche nach dem vermissten Kleinflugzeug. Riesig groß ist das Gebiet um das Stettiner Haff im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Suche gestaltet sich recht kompliziert, da der Uferbereich natürlich recht weitläufig ist, dicht bewachsen, sodass die Suche teils fußläufig durchgeführt werden musste, ansonsten halt mit Fahrzeugen auf den bekannten Wegen. Erst in den Abendstunden entdeckten dann Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung schiffbrüchiger Wrackteile in 4 Meter Wassertiefe im Stettiner Haff. Wegen einsetzender Dunkelheit wurde das Bergen der Trümmer abgebrochen. Unter den Wrackteilen sollen sich auch Teile der persönlichen Ausrüstung der drei Insassen befinden. Von den beiden Männern und einer Frau aus Hessen fehlt aber bisher jede Spur. Ganz neu war die Situation für uns nicht, da wir ja im Herbst 2014 schon mal auf der Suche nach einem Flugzeug waren und wir dort schon, ich sag mal, die eigentlichen Strukturen, die wir damals schon ermitteln konnten, ja eigentlich jetzt schon umsetzen konnten. Bei dem Unglück vor 2 Jahren starb der 58-jährige Pilot bei der Bruchlandung im Wasser. Erst nach mehrstündiger Suche wurden seine Leiche und das Wrack geborgen. Die Ursache des Flugzeugabsturzes vom Wochenende ist bisher noch unklar. Schon kurz nach dem Start soll aber der Funkkontakt zu einem anderen Flugzeugpiloten plötzlich abgebrochen sein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat 2 Experten geschickt, die zusammen mit Tauchern die Reste des Flugzeuges bergen sollen. Die Überlebenschancen der Insassen werden als sehr gering eingeschätzt.